Läuft? Ja, es läuft. In diesem Sinne, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake, Teil 2, Folge 2. Da ist die Cam. Moin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir müssen mit den beiden Hookers, glaube ich, hießen sie, ne? Bookers sprechen. Entschuldigen Sie. Gucken wir mal. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien, Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe, okay? Warum waren Sie am Cauldron Lake? Erzählen Sie mir, was passiert ist. Ja, warum waren Sie da? Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Mhm. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Waren die beiden das, die oben, als wir aus dem See rausgekommen sind, die oben auf dem Hügel mit der Taschenlampe standen und uns doch noch angeleuchtet haben? Aber wir haben sie garantiert nicht angeschrien. Das ist eine Lüge. Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ich meine, sie haben der Kult des Baumes, der Kult des Baumes, der Kult des Baumes gerufen. Oh, und wir haben etwas... Ed! Die ganze Sache war furchterregend. Das ist alles. Okay, Schlüssel, Moment. Und wir haben... Er sollte nicht weiterreden. Profiling. Er sollte nicht weiterreden. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Die Bookers waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Her mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Sie haben die Wahrheit erzählt. Sie brauchte halt eine Story, ne? Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay. Wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Okay. Okay. Habt ihr gesagt, du sollst es nicht behalten? Aha, guck mal. Danke. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh, Saga? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, nach dem, was Ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir Sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Doch drauf rum. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Steht da. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Ihre Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh,
Ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Wenn Sie meinen. Hä? Also wir spielen ja immer noch das geschriebene Buch, ne? Oder er schreibt gegenwärtig immer noch und wir spielen das Ich. Das ist ziemlich konfus. Halskette des Kultes. Das war gerade komisch. Wieso sie? Wieso ist sie? Unentdeckte Karte, Bright Falls. Okay. Haben wir was Neues? Ne, wir haben Fälle. Die Morde am Cauldron Lake. Ganz neuer Fall jetzt, okay. Die Bookers sprachen von mehreren Angreifern mit Hirschmasken im Sprechchor, die den Typen mit dem Messer bearbeiteten. Okay. Das hierhin? Ist falsch. Okay. Das ist eine organisierte Gruppe von Mördern. Kein einzelner Serienmörder. Das der Kult des Baumes sein, ja. Steckt hinter den Morden. Dieser Fall ist gerade viel komplizierter geworden. Ich muss eine neue Akte anlegen. Aber das ist mein erster Kultfall. Aufregend. Jetzt haben sie mich gekriegt. Jetzt hat das Spiel mich gekriegt. Was ist mit ihrer Tochter? Was ist das? Was spielen wir hier? Hintergrundfälle sammeln Hinweise über breiter angelegte aktuelle Themengebiete. Ich muss mehr über den Kult des Baumes wissen, wenn ich ihm Einhalt gebieten soll. Welche Art von Kultziel? Trugen Hirschmasken, eine Halskette? Nee, das dürfte alles nicht das Ziel sein. Was haben wir hier? Welche Art von Kult? Okay, das geht in Kultsymbole über. Achso, ich muss das immer darauf ziehen. Okay, das vergesse ich immer. Oh? Hat sie Schmerzen? Ich habe Ibuprofen da sonst. Wer ist involviert? Die mit den Hirschmasken. Okay. Kultpsychologie. Wenn sie ihre Gesichter verbergen, sind sie nicht etabliert genug, um offen operieren zu können. Verbindung zum Hirschfest. Okay, ja, könnte sein. Warte mal, ach so. Ziele 2. Untersuche Nightingales Leiche. Besuche die Polizeiwache. Das müssen wir gleich machen. Relevante Orte erfassen Objekte und Informationen, die Saga erworben hat, um den Fortschritt der Sammlung aufzuzeichnen. Vielleicht gibt es in den Verstecken Hinweise über den Kult. Ich muss die Augen offen halten. Verstecke in der Nähe eines Wohnwagens am Cauldron Lake. Eine Schließkassette mit einigen nützlichen Kultvorräten. Da haben wir die Munition rausgezogen. Es kann kein Zufall sein, hier eine Casey-Film-Lunchbox zu finden. Noch eine Botschaft? Ja, das war tatsächlich merkwürdig, ja. Bright Falls, Cauldron Lake. Wer ließ sie zurück? Kommt nach unten. Oder auch nicht. Okay. In der Notiz steht, wir stecken zusammen drin. Held. Was hat das zu bedeuten? Wer hat sie zurückgelassen? Ich denke mal, mit Held sprechen die einen von den FBI-Agenten an.
Na? Oh, warte mal, ich hatte noch Ziele. Untersuche Nightingales Leiche. Okay, Polizeiwache. Dann könnt ihr jetzt ins Kissen schreien gehen. Tschüssi! Bereit? Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn sie ihn sich ansehen möchten. Gehen wir. Casey, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich. Oder so. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, oder? Hab früher manchmal D&D gespielt. Der Zauberer war meine Lieblingsklasse. Wieso habe ich gerade das Gefühl, dass wir auf Sie nochmal treffen werden? Warum fegt sie hier? Um uns abzuhören und das Ganze so ein bisschen mitzukriegen. Es könnte ja jeder sein, der hier rumgeistert, ne? Wer sonst soll die Stadt sauber halten, wenn nicht ich? Wer sonst soll die Bürger vor den Gefahren unhygienischer Zustände schützen? Du und dein Besen. Genau, ihr macht das schon. Guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. Was war hier los? Hallo? Polizei. Was hat die da gemacht? Oder er? Nee, sie? Im Anzug? Warte mal. Was verloren? Andy? Nicht mehr da? Kann nur die Katze gewesen sein. Okay. Schade, man kann nicht mit jedem sprechen, was, naja, gut, was auch irgendwo ganz, ganz gut ist, ne? Das würde den Rahmen wieder sprengen. Das machen viele Spieler auch falsch, sodass du nachher wirklich jeden anschnacken kannst. Und am Ende des Tages kommt dann nachher nur, naja, dünn Punkt, Punkt, Punkt mal raus, ne? Hallo? Telefon. Willst du nicht rangehen? Das Cannabis. Dir fest. Ja, ich muss mir alles genau angucken, Max Payne. Du hast auf jeden Fall genau die gleiche Locke oben wie er. Geh in den Untersuchungsraum der Leichenhalle. Die Leiche ist unten. Alles bereit. Ja, in der Leichenhalle. Ist alles vorbereitet. Ach, ich möchte wieder mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, ja, Sheriff. Mal hier. Ein Map. Das ist das Sheriff-Büro von Bright Falls. Brauch Wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Wie geht's Ihnen? Oh, hier ist ja richtig gut was los. Wer weiß, vielleicht sind auch die Sheriffs involviert in die ganze Geschichte, ne? Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut. Bauchpult, da kann jeder sein. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. Okay. Oh, da war Bobby. Hi, Bobby. Der Bobby. Leichenhallen muntern mich irgendwie immer auf. Okay, wir werden hier nichts benutzen können. Okay, alles klar. Guck mal, wir können. Okay, alles klar. Vielleicht können wir noch irgendwie rein nachher. Aber ich denke mal, das wird so Dokumentenraum sein, in dem wir noch rein dürfen. Um Akten zu untersuchen oder so. Nein, das wird alles beides nicht gehen. Was blubbert hier rum? Das war der Wasserspender, ne? Die kleinen Details sind geil. Bewegt sich nicht. Okay. Okay. Sehen wir uns den Patienten an. Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern?
Na, Todesursache war garantiert der Schnitt und die Entnahme des Herzens, würde ich sagen. Aha. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Papier? Hat sie was gefunden jetzt, oder? Darauf steht etwas geschrieben. Ich kann es nicht erkennen. Ein Schriftzug? Wie haben Sie das angestellt? Sieht man doch sogar hier. Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Ja, weil er aus dem Wasser gestiegen ist. Aber wir haben auch hier diese Riefen, ne, überall. Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Bin ich gespannt. Hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Wo das hinläuft, das Ganze. Abwehrverletzungen. Er wehrte sich. Falltafel verfügbar. Der Profiling dürfte nichts mehr sein jetzt, ne, oder? Quatsch, den wollte ich gar nicht. Oh, jetzt geht sie ganz raus. Warte mal. Was ist bei Nightingale? Haben wir da was Neues? Nein. Die Seite, okay. Falltafel. Da haben wir die Fälle. Untersuchung von R. Nightingale. Zeit zu sehen, was Nightingales Leiche uns verrät. Irgendwelche Hinweise von der Leiche? Jede Menge. Hier haben wir Rippen. Ein durchgetrennt eigentlich, ne? Verschmierter Text unter der Haut. Blaue Flecken, Abwehrverletzungen. Laut Blutergüssen lebte das Opfer, als es gefesselt wurde. Zeitlinie passt nicht zur Aufblähung. Das ist falsch. Das wissen wir ja schon. Todesursache, Brustverletzung. Mensch. Aber die Leiche ist aufgebläht und voller Wasser. Ergibt keinen Sinn. Ritualschrift. Müssen wir genauer untersuchen. In seiner Brust ist ein Stück Papier. Ließen es die Mörder dort? Haben die Mörder es auf Herz geschrieben? Wie kann ich... Ich kann es nicht lesen. Warum? Kann sie die kleine Schrift nicht entziffern oder kann sie die Sprache nicht entziffern? Ah, jetzt geht's ran. Okay, alles klar. Ja, ohne Handschuhe, ne? Macht man, ist total üblich. Eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh, machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden. Dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe sie hier. Nein, nein, Moment! Sheriff? Was zum Teufel? Zeige mir den Klicker! Casey!
gesehen, konnte nicht ins helle Licht sehen. Muss man ins Licht. Versuche im Licht zu bleiben, um nicht von Feinden entdeckt zu werden. Du bist dann. Scheiße. Kein Licht. Mein Licht kann nicht. Im Licht kann er mich nicht sehen. Aber da ist jemand. Meine Waffe liegt im Flur. Ich muss sie zurückholen. Da hinten, ne? Du bist dann. Alter. Das ist zu viel für sie. War es, aber war es doch nicht. Eine Welle des Terrors. Er war auferstanden. Er tränkte alles. Geh doch mal weiter, bitte. Ich muss da hinrennen. Wenn ich jetzt rausrenne, dann rennt er sofort hinterher. Und tötete aus der Dunkelheit. Er hat meine Waffe aus dem Zimmer geworfen. Ja, ich weiß. Ich muss sie finden. Eine Lichtzuflucht stellt einen Teil deiner Gesundheit wieder her. Wenn du eine Lichtzuflucht während eines Kampfes verlässt oder aus ihr angreifst, wird sie vorübergehend entleert. Genau das meinte ich. Hab's mir gedacht, der rennt doch sofort hinterher. Ach du Scheiße. Der muss sich weiter bewegen. Ach du Scheiße. Aber das war eine ziemlich, ziemlich fette Szene. Das haben sie richtig gut gemacht, ey. Oh, Alexa, Timer aus. Muss gleich nach der Szene. Schade, man kann nicht überspringen, obwohl man es überspringen können soll. Es geht einfach nicht. Gedrückt halten auch nicht, nö. Muss gleich nach der Szene mal kurz in die Küche, aber das bemerkt ihr gar nicht. Eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh, machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden. Ich dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe sie hier. Nein, nein, Moment! Die Szene gucke ich gerne nochmal. Was zum Teufel? Zeige mir den Klicker. Casey! Da wo Exit stand, da ist es eingeflogen, die Waffe, ja. Aber wie komme ich da hin? Wenn der die ganze... Wenn der die ganze Zeit neben mir steht. Konnte nicht ins helle Licht sehen. Okay, sollte ich nochmal sterben, dann kann ich die Szene ja überspringen, ne, für euch. Also, was heißt überspringen, aber ich kann... Das fix rauscutten. Dafür wirst du bezahlen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Er kommt. Keine Waffe. Laut der Seite muss man ins Licht. Okay, Leute, bis gleich. So, da ist er wieder.
Im Licht kann er mich nicht sehen. Vielleicht lag es auch an der Taschenlampe. Du bist dran. Meine Waffe liegt im Flur. Muss sie zurückholen. Ah, jetzt geht er weiter. Weg. Los. Run. Wegnehmen. Er ist verschwunden. Okay. Kapitelende. Okay, zum Glück kein langer Bossfight oder so. Das haben sie ganz gut realistisch gemacht, das mag ich. Weil der sowieso nicht real ist, denke ich mal, ne? Doch? Keine Ahnung, was das hier geht. Das ist das Geile. Was schreibt Alan Wake hier? Schade, dass das mit der Übersetzung noch nicht ganz klappt. Nur ein Lied, ne? Machen wir fortfahren. Finde er hatte von kein Herz. Rede mit Casey, aber er konnte trotzdem aufstehen. Genauso stand es in der Seite. Das half mir gegen ihn. Er ist einfach verschwunden. Saga war wieder am Cauldron Lake. Okay. Saga musste Nightingale verfolgen. In den Übergang. Einen Weg hineinzufinden würde schwierig sein. Ein Ritual. Saga würde lernen, wie... das Monster aufhalten. Du kannst deine gesammelten Manuskriptseiten im Gedankenraum lesen. Saga war zurück am Cauldron Lake. Er war auch dort, Nightingale. War aber nicht. Ein Besessener, eine Kreatur der Dunkelheit. Er war jenseits ihrer Reichweite. Dort, wo eine andere seltsame Realität, der dunkle Ort, mit der unsere verschmolz. Dieser Ort und der dunkle Ort. Eine darüber geworfene Plane. Dies alles unter sich ertränkt. Eine Flut von Dunkelheit, die alles durchdrängt. Es verdirbt, es verfaulen lässt. Die Seite nannte diesen Bereich Übergang. Übergang in diese andere Welt, ne? Saga musste Nightingale verfolgen. In den Übergang. Einen Weg hineinzufinden würde schwierig sein. Es erforderte präzise Schritte. Ein Ritual. Saga würde lernen, wie... das Monster aufhalten, ihre Aufgabe, bevor es wieder tötet. Ihre Aufgabe. Er würde drinnen sein und auf sie warten. Okay, ist ein Manuskript, ne? Ständige Punkte, das sind ähnlich wie kurze Gedanken, die er sich aufschreibt, ne? Es ist noch nicht seine Geschichte, nicht sein Buch, sondern es sind nur kurze Gedanken. Ideen, könnte man auch sagen. Das Monster aufhalten, Punkt. Ihre Aufgabe, Punkt. Und in jedem Satz steckt natürlich noch mehr Text, wenn man es nachher schreibt. Mehr Geschichte. Okay. Ungelesen. Im Obduktionsraum herrschte Chaos, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Nightingale jagte Saga, sah sie nicht, taumelte an ihr vorbei. Die Besessenen konnten nicht ins Licht blicken. Licht verletzte sie, verletzte die Dunkelheit in ihnen, machte sie verwundbar. Ich lege den Schalter um. Klick. Zeigen Sie mir den Klicker. Kein Licht. Aber da ist jemand. Hemingway brachte sie her, Hexe. Raus aus meinem Haus, rief Nightingale. Eine Welle des Schreckens schoss Saga durch den Kopf. Die schreckliche Wahrheit. Nightingale hatte kein Herz in seiner Brust. Aber hier war er. Und tötete. Ein Monster. Die Welt war aus dem Gleichgewicht geraten.
Sie fanden sich auf der anderen Seite des Spiegels gefangen. Okay, Falltafel. Was haben wir neu an Fällen? Ah, jetzt hier erkennt man das an dem gelben Punkt. Alles klar. Opfer des Kultmordes wurde zum Monster. Kultritual. Was ist das? Sein Mord passte zu dem der anderen Opfer. Warum wurden sie nicht auch zu Monstern? Leiche, Organe des Opfers mit Kritzeleien übersät, Seite im Brustkorb gefunden. Passt nicht. Schreiben. Teil des Rituals. Achso, das Schreiben. Okay. Verfolgung in die Dunkelheit. Okay, das ist das Lied. Ah, okay, alles klar. Können wir jetzt aber nichts mehr anfangen. Rede mit Casey. Was wir gerade gesehen haben, lässt sich nicht rational erklären. Ich würde es ja gerne auf eine Halluzination schieben, aber wir wissen beide, dass das Blödsinn ist. Das war etwas Übernatürliches. Gut, dass Sie das gesagt haben. Jetzt können wir nach einer Lösung suchen. Ja, vor dem ganzen Sheriff? Chaos ist Sheriff Breaker einfach verschwunden. Vielleicht wusste der Sheriff mehr, als er zugab. Er wirkte so, als hätte er sich vor dem gefürchtet, was kommen würde. Ein weiteres Mysterium. Das Opfer eines Ritualmordes verwandelt sich in ein Monster. Gibt es da einen Zusammenhang? Sieht so aus, als würde der Kult des Baumes Rituale durchführen, um Monster zu erschaffen. Vielleicht. Wir müssen herausfinden, welches Ziel dieser Kult verfolgt. Was schreibt Alan Wake hier? Casey, der Kult des Baumes führt Rituale durch. Okay, das müsste jetzt ein neuer Fall sein. Können wir den irgendwo neu anlegen, oder was? Sieht falsch aus, ja. Ich muss alles probieren, aber neu anlegen konnte ich ihn irgendwie nicht. Kultziel. Ich habe keine Erklärung dafür. Wie machen Sie das? Was zum Teufel ist hier los? Das ist schon cool gemacht mit diesem Gedankenraum, ne? Aber es darf nicht überhand nehmen, bin ich der Meinung. Ich krieg es nicht auf. Warten wir mal ab. Oh Gott, sie ist tot. Okay. Die haben wir vorhin gar nicht gesehen, ne? Es war gar keine Frau mit im Raum, oder? Nein, das ist hier Thornton, ne? Oh, der verrückte Sheriff hier. Oh, scheiße. Und ganz viel Ketchup. Oh Mann, der hat Ketchup in der Tasche gehabt, als er hingefallen ist. Sieht jetzt natürlich doof aus. Please mark next autopsy. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Was finden wir? Gar nichts. Da liegt doch was drinne. Das sind Pflaster von Hansaplast. Ich sehe es doch genau. Okay. Finde heraus, wo Nightingale hinging. Wo er hinging? Die Zahlwache, unentdeckte Karte. Okay, wir können ja noch eine Karte finden anscheinend.
zwei Schnipsel haben wir. Profiling, hier geht nichts mehr, ne? Auch nichts Neues. Ohne den Gedankenraum zu betreten. Okay, das haben sie bemerkt. Finde heraus, wo Nightingale hinging, ja. Also im Gedankenraum haben wir auf jeden Fall nichts mehr. Ich muss hier irgendwie weiterkommen, muss hier irgendwie rauskommen. Warum sollten wir hier auch eingeschlossen sein auf einmal, ne? Ja. Bewegt sich nicht. Hier ist zu. Aber hier sind wir durchgekommen, wenn ich mich recht erinnere. Nimm mal den Moment. Was hilft uns das, bitte? Hier, Freund. Müll für dich. Können wir nichts machen? Allgemeine Dinge. Hast du noch was zu talken? Wieso dürfen wir nicht mit ihm talken? Eine Nierenschale. Das Herz ist auch verschwunden. Hat es dieser Wichser mitgenommen? Ja, aber wo ist er hin? Wir sollen herausfinden, wo er hingegangen ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir das irgendwie über die Falltafel herausfinden. Oder über Gedankengänge oder so. Das geht von hier nicht auf. Muss irgendwas sein. Wir müssen irgendwas übersehen. Wir müssen irgendwas übersehen. Finde heraus, wo Nightingale hinging. Wir haben hier nichts. Ein toter Mann hat sich in ein Monster verwandelt. Licht scheint dagegen Wirkung zu zeigen. Es wurde nicht als neu angezeigt. Sagen die Zukunft vorher? Es gibt keine rationale Erklärung. Wir müssen diesen Fall unbedingt knacken. Wo ist Nightingale hin? Laut der Seite kehrte Nightingale zum Cordon Lake zurück. Und er ist jetzt ein Besessener. Der Übergang? Was? Diese Seiten ergeben keinen Sinn. Okay. Laut der Seite ist Nightingale wieder am Cauldron Lake. Er soll ein Besessener sein. Wir müssen dorthin und ihn aufhalten, bevor jemand verletzt wird. Okay. Jetzt zurück zum Cauldron Lake. Jetzt geht die Tür auf, oder was? Egal, alles. Dein Ernst jetzt? Hier, wir haben Schüsse gehört. Alles okay? Waren die Leichen zu viel für Sie? Sheriff Breaker ist verschwunden. Nightingale hat sich in ein Monster verwandelt und einige Officer sind verletzt. Sie kümmern sich darum. Wir müssen sofort zurück zum Cauldron Lake. Okay. Scheiße. Das ist schrecklich. Wir tun, was wir können, Ma'am. Immer. Hey, wer war denn hier noch mit uns drin? Außerdem sind die nicht verletzt, sondern die sind tot. Ich dachte, das war er. Okay. Oh gut, umso besser. Thornton lebt noch. Bester Mann. Digga, bester Mann. Boah, lass mich doch mal durch da. Da ist bestimmt Moon drin. Das ist verrückt, Thornton. Nightingales Herz fehlte. Wie konnte er etwas tun? Er ist doch tot. Monster sind nicht echt. Und was soll das heißen? Der Sheriff ist verschwunden.
Puff und weg oder was? Wie durch Magie. Magie ist nicht real. Dürfen wir jetzt hier noch irgendwas tun? Gut, dass ich hier nachgucke. Gut, sehr gut, dass ich hier nachgucke. Brauchen einen Bolzenschneider. Bolzenschneider, wie wär's damit fragen? Junge Dame. Bolzenschneider. Geht das FBI in eine Polizeistation? Frag nicht. Brauch einen Bolzenschneider. Schönes Pärchen. Hey, wie geht es Ihnen? Supenduben, danke. Wo bist du? Da. Nightingale und dieser Kult sind gefährlich. Den wollen wir nehmen. Wir müssen uns vorbereiten, falls es noch weiter eskalieren sollte. Geil. Kannst du es melden, Casey? Gute Entscheidung, Anderson. Agent Casey spricht. Ja. Wir brauchen Verstärkung. In Bright Falls. Alle, die sie entbehren können. Sofort. Und Sie glauben, dass wir Nightingale am See finden? Die Seiten lagen bisher nie falsch. Was ist das hier? Uns an der Nase herumführen. Ja, aber das ist unsere beste Spur. Ich sehe mich schnell um. Wir treffen uns beim Auto wieder. Bis bald. Er stimmt mit ihm nicht. Er hat Angst vor dem Zebrastreifen, oder was? Hallo? Okay. Schöne, ruhige Stadt, aber ne, ich mag sowas sehr gerne. Major Setter won't roll over. Bürgermeister Setter nimmt ihre Probleme ernst. Hm. Alles klar. Politik. Schnell weg hier. Glauben wir alles nicht, ne? Sind immer nur alle nett, wenn sie was wollen. Haben Sie die Stadt erkundet, Anderson? Ich hole nur meine Sachen. Schnauze. Bereit? Ich warte. Schnauze. Ich will ehrlich sein, Anderson. Ich weiß, warum Nightingale vor 13 Jahren hier war. Er verfolgte einen Schriftsteller, Alan Wake. Tammy erwähnte ihn. Sie schreibt ein Buch über sein Verschwinden. Sie kennen ja den Detective aus seinen Büchern. Alex Casey. Ja, ich habe die Witze im Büro gehört. Cold Case Casey. Murder Case Casey. Sorry. Haha. Gleicher Name, gleicher Job. Jeder hat immer dasselbe gedacht. Es hat genervt, aber mir auch nicht. Und vor 10 Jahren erhielt ich dann plötzlich diese Briefe. Prosa-Fragmente, die Morde beschrieben. Sie haben doch gehört, was in New York passiert ist. Zumindest einen Teil davon. Immer mehr Leichen tauchten auf. Ein mörderischer Kult. Wie sich herausstellte, stammten die Fragmente aus Alan Wakes Krimis. Der Kult kopierte die Morde aus den Büchern. Sie dachten, dass sie ein Ritual durchführten, um Wake zurückzubringen. Ihr imaginärer Prophet. Okay. Nach diesem Fall befasste ich mich nebenbei mit Wakes Verschwinden. Und Sie dachten, dieser Fall hätte mit ihm zu tun? Sein Name taucht immer wieder auf. Ich wollte nur, dass Sie alle Fakten kennen. Nächstes Mal überlassen Sie mir, bevor wir uns in einer Horrorgeschichte wiederfinden. Also Alan Wake schreibt das ja aber gerade. Er schreibt aber auch gerade über sich und dass er verschwunden ist. Das verstehe ich halt nicht ganz. Es gibt bestimmten Sinn, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es darum geht, dass wir das noch gar nicht checken sollen. Das soll absolut irritierend sein, das Ganze. Kapitel 2, das Herz. Laut der Seite hält sich Nightingale in einem sogenannten Übergang auf. Ich muss rausfinden, was das genau ist. Ich bin froh, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Thanks. Okay. Beginnen wir am Tatort mit der Suche nach Nightingale. Der Autor dieser Seiten weiß, was passieren wird. Steckt die Person hinter all dem? Oder sieht sie die Zukunft?
Hier passieren unmögliche Dinge. Eine Welt mit anderen Gesetzen. Ich muss diese merkwürdige Logik verstehen. Um die Hinweise zu verstehen. Und den Fall zu lösen. Ich habe noch einmal über den Kult des Baumes nachgedacht. Welcher Kult bezeichnet sich schon selbst als solcher? Normalerweise tun sie das nicht. Ja. Wir haben noch keinen vollständigen Überblick. Auf die darf ich zielen, auf ihn nicht. Hey! Hallo! Wie geht's euch? Diese Abschnitte sind völlig nass. Hallo, Saga Anderson. Sollten Sie überhaupt hier sein? Ich bin Ilmo Koskela. Freut mich sehr. Und ja, ich zeige Steven hier den Wald. Er erledigt wichtiges Regierungszeug in der Stadt. Repariert dieses tolle Gerät. Ich arbeite für das FBC, Ma'am. Ich darf hier sein. Und Sie sind sicher wegen des Mordes hier. Echt heftig. Wie geht's voran? Wie haben Sie vom Mord erfahren, Ilmo? Haben Sie was, das uns weiterhelfen könnte? Die Leute plaudern gern mit mir. Die Koskela-Brüder sind bekannt hier in der Gegend. Da fällt mir ein, besuchen Sie Watery, wenn Sie Unterhaltung suchen. Ist gleich unten nach Bright Falls. Dort gibt es unsere Coffee World. Ist ein Freizeitpark. Wir haben eine Sauna. Sauna, ja, Wichter. Außerdem gibt es Führung. Sie können jagen, angeln, wandern, was Sie wollen. Es gibt nichts, was wir nicht haben. Was ist das denn? Nur eine Überwachungsstation, Ma'am. Das Federal Bureau of Control überwacht vulkanische Aktivitäten und Luftqualität. Aber okay. Keine Sorge, es dient hauptsächlich zu Forschungszwecken. Das ist ein schöner Pulli, Saga. Ich bin nicht so sicher. Nordischer Stil. Den hat bestimmt jemand aus der Familie gemacht. Das kann bestimmt auch noch andere Dinge überwachen. Meine Mutter hat mir diesen Pulli gestrickt. Woher wussten Sie das? Wusste ich's doch. Meine Mama hat diese Pullis für mich und meinen Bruder gestrickt. Watery. Meine Heimat wurde von finnischen Zuwanderern gegründet. Dachte ich, sie wären auch aus Finnland. Suomi, Finnland, Pulla, Karjalan Piraka. Fast. Die Familie meiner Mutter stammt ursprünglich aus Schweden. Viel mehr weiß ich leider nicht. Der Pulli ist einfach eine Erinnerung an sie. Okay. Steven, wir untersuchen einen Mord in der Nähe. Was können Sie mir über das Büro sagen? Nichts, was nicht geheim wäre, fürchte ich. Aber von einem Mord weiß ich nichts. Die Operationen hier werden von einer anderen Abteilung geleitet. Ich bin nur wegen ein paar Reparaturen hier. Die Verkabelung macht alle paar Monate Probleme. Ja, das sind die Waschbären. Die werden hier richtig groß und haben Zähne. Das glaubt man nicht. Können einfach eine Mülltonne durchbeißen. Das wäre dann alles. Was krass, er misst richtig, ne? Nicht so wie in anderen Spielen. Was haben Sie gefunden, Steven? Nichts. Nur etwas, das nicht hier sein sollte. Was denn? Waschbären. Ja. Was sollte nicht hier sein? Okay, da kommt leider nichts mehr. Schade. Ich besorge Ihnen gerne VIP-Tickets. Wartungshinweis. Eindeutige Anzeichen von Manipulation. Das hat er nicht erzählt. Das Signal wurde auf einen Sender umgeleitet, der nicht zu unseren gehört. Ich habe das Problem behoben, sodass alle Meldungen bei uns ankommen. Aber es ist definitiv besorgniserregend. Ich werde einen Bericht für die Ermittlungsabteilung erstellen. Ich lasse das hier für den Fall, dass nicht ich mich um die Reparatur kümmere. Wenn du das hier liest, überprüfe alles auf Manipulation. Vielleicht sollten wir das ganze Ding ein Metallgehäuse einschließen, damit sich die Waschbären nicht mehr daran vergreifen. Steven Lin, Cheftechniker. Das ist doch er, der draußen steht. Warum hat er uns das nicht erzählt? Alles in Ordnung, haben sie gesagt. Waschbären, in Anführungszeichen, hä? Hör mal, Lando. Steven.
Okay, man kann nicht mehr mit denen quatschen. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir zum Tatort, Casey. Wieso hat sie darüber jetzt nichts erstellt? Das verstehe ich nicht. Das ist doch voll der wichtige Punkt eigentlich, oder? Er hat gelogen. Beziehungsweise nicht ganz die Wahrheit. Viele Dinge an diesem Fall bereiten mir Kopfzerbrechen. Aber eine Sache fühlt sich richtig falsch an. Breakers Verschwinden. Ich glaube nicht, dass Nightingale dafür verantwortlich war. Er war gerade dabei, ihnen noch mehr dieser Seiten zu geben. Aber irgendwas wollte das verhindern? Oder hat ihn vor Nightingale beschützt? Eine spontane Selbstentzündung? Ich weiß nicht. Mit so einem Fall hatten wir es noch nie zu tun. Unser Tatort versinkt im Wasser. Regen hat mich noch nie gestört. Fühlt sich an wie zu Hause. Keine Spur von Nightingale. Aber laut der Seite war er beim Cauldron Lake in einem Übergang. Und wie sollen wir ihm dorthin folgen? Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Hinweis. Okay, wie kann ich denn die Waffe wegstecken? Macht sie alleine, okay. Und wenn wir Nightingale finden? Was dann? Ich habe noch nie ein Monster verhaftet. Sie haben schon genug Monster verhaftet, Anderson. Sie wissen, was ich meine. Richtige Monster. Das Licht in der Leichenhalle hat Wirkung gezeigt. Vielleicht kann man nur so verhindern, dass er noch jemandem wehtut. Taschenlampe über dem Kopf halten will. Monster? Eine Idee, ne? Übergänge? Rituale? Was halten Sie von all dem? Normalerweise führen die Killer das Ritual durch, nicht der Detektiv, der seine kranken Fantasien auslebt. Vielleicht will er sie mit hineinziehen und in seine verrückte Welt zwingen. Aber wenn Tote wieder auferstehen, bekommt das Wort Ritual deutlich mehr Gewicht. Wir müssen uns umsehen und herausfinden, was dieses Ritual genau ist. Entschuldigung fürs Gehen. Ist noch ein bisschen früh. Heute ist übrigens Halloween. Ich wünsche euch allen einen schönen Halloween-Tag. Ich dachte mir, ich nehme mal früh was auf, dass ihr nachher auch was zu gucken habt. Ist ja nicht jeder unterwegs. Nein. Das Symbol haben wir schon mal gesehen. Gutes Auge. Die meisten gucken eh erst später. Ja, das Symbol, das haben wir. Wo ist es denn? Folge Nightingales Spur. Schau dich am Tatort um. Spüre Nightingale am Cauldron Lake auf. Okay. Logans Talisman erhöht maximale Gesundheit. Muss ich da... Okay, das ist hier... Okay, alles klar. Ausrüstung ist das. Okay, alles klar. Folge seine Spur. Welche Spur? Mal gucken, weil hier war ich noch nicht in der Ecke. Hier hinten sind wir auch noch nicht lang gegangen. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal direkt zum See runter. Da waren wir auch noch nicht, ne? Da, wo er sozusagen rausgekommen ist. Was ist hier? Das Lake House. Hallo, ich bin Agent Anderson und das ist Agent Casey, FBI. Wir möchten Ihnen gerne ein paar Fragen zu einer laufenden Ermittlung stellen. Ja, moin, der ist nicht da. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Totstellen, ja. Ja, danke fürs Gespräch. Da möchte jemand nicht mit uns reden. Drück doch mal länger. So 5 Minuten lang. Okay. Scheiß drauf. Gehen wir hier mal hoch. Ah, okay. Stehe. Verstehe. Hier ist Wohnwagen. Und es wird schon dunkel. Was Neues finden wir auch nicht, ne? Hier können wir nochmal reingucken. Was haben wir hier?
Was haben wir hier? Achso, das war mal das Schloss wahrscheinlich, ne? Das war mal das Schloss. Okay, mehr geht da nicht. Oder geht es jetzt um das Zeichen? Gut, das sind die beiden übereinander. Die haben wir nur wirklich des Öfteren schon gesehen. Hey Sie, Mr. Hirsch. Sie erinnern mich an einen Traum. Ich denke mal, wir müssen irgendwie zum See runter. Schau dich am Tatort um. Folge Nightingales Spur. Also muss noch irgendwas am Tatort sein. Aber wo ich jetzt einmal hier bin, gucke ich mich doch mal genauer hier um. Ob wir irgendwas öffnen können noch. Oh, einmal muss ich. Raus geht. Er kommt nicht angerannt. Hey! Geht's dir gut? Nichts. Er steht da hinten. Okay. Eindringlinge. Angeblich handelt es sich bei dem See um eine Caldera. Die Senkgrube, die ein Vulkan nach dem Ausbruch hinterlässt. Aber was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn es etwas anderes ist? Etwas nicht Natürliches, sondern etwas Menschengemachtes. Geplant? Ich glaube, dass der See nicht entstanden ist, sondern dass er geplant wurde. Und er hat einen Zweck. Der See ist ein Versteck. Unter der stillen Oberfläche verbirgt sich eine geheime Maschinerie, die mit einem Knopfdruck aktiviert werden kann. Und die Leute mit dem Knopf, sie sitzen in dem großen Haus am See und bereiten sich vor. Ich weiß es. Erste Zeichnung, Wasserleitung. Echte Caldera ist aus dem Vulkan entstanden. Lava, zweite Zeichnung. Zeichen wahrscheinlich, ne? Wasserleitung konstruiert oder Zeichnung? Konstruierte Struktur, seltsame Maschinen. Okay, klingt ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Hey Casey, was ist der Lieblingswein des Waldes? Bitte, Anderson. Harz. Schluss mit den Wortwitzen. Der Zweigeld. Kapier ich nicht. Klar tun Sie das. Zweigeld? Okay, verstehe ich auch nicht. So, gucken wir uns noch ein bisschen um. 1, 2, 3 haben wir hier. Gibt es noch irgendwo eine 4 oder was? Was ist eigentlich mit diesem Haus hier? Warte mal, genau. Kommen wir hier rein? Wieso ist denn der Eingang auf der anderen Seite? Das kann ja nicht wahr sein, ne? Da kommen wir nicht hin. Picnic Area. Kommen wir nicht hin? Okay, mit wem hat er einen Kratzer jetzt? Nee, okay. Hier ist die 4. Oh, was haben wir hier? Barfuß. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case. Wird erledigt. Wenn es was gibt, melde ich mich. Okay, guck mal, die qualmen jetzt auch so ein bisschen, ne? Sieht so aus wie so... Ja, so ein bisschen... Wie sagt man hier... Geistliche Fußspuren oder so. Irgendwie sowas in der Art. Na gut, aber meine Lieben, ich mache jetzt Schluss erstmal. Ich denke mal, ich nehme später noch eine Folge auf. Ich muss mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Und bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Macht euch, wie gesagt, einen schicken Tag. Liked mir das Video, das hilft mir sehr. Solltet ihr neu sein, lasst mir ein kostenloses Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski und bis Waldinski. Haut rein.